Überall auf der Welt leben wir jetzt in einer Zeit, in welcher Shaitan Werkzeuge besitzt, die er niemals zuvor hatte. Niemals! Zum ersten Mal seit Menschengedenken kannst du auch dann hinterrücks lästern, wenn du ganz alleine bist. Weil du ein Smartphone besitzt, kannst du ganz einfach jemanden anrufen. Früher, wenn du alleine warst, da war es nicht möglich zu lästern oder ähnliches zu tun. Doch nun kannst du einfach virtuelle Gerüchte verbreiten. Im Chat, auf einer Pinnwand. Was vielerorts im Netz passiert, ist einfach Riba. Klatsch und Tratsch. Ganz gleich, ob es dieser jemand verdient hat oder nicht, es scheint wie ein Zwang zu sein. Und all das geschieht anonym, weil sie Feiglinge sind. Niemand hat den Mumm, es dir ins Gesicht zu sagen. Sie sind einfach nur feige, also posten sie anonym. Aber die Engel wissen, wer etwas tut. Im Netz kannst du dich Killer23 nennen. Aber die Engel wissen, dass du Abdullah, der Sohn von Abdullah bist. Und sie werden deine Taten niederschreiben. Also kommst du nicht ungestraft davon. Es gibt keine Anonymität in der unsichtbaren Welt.